Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Rottweiler Elsa, powered by Blackpack. Wir befinden uns gerade auf der Morgenrunde, die Elsa und ich. Hier seht ihr die kleine Maus. Und wir haben gerade schon ein paar Fotos gemacht, weil wir haben so eine wunderschöne herbstliche Wand gefunden, so ein Busch. Und da zeige ich euch auch gerne mal ein paar Ergebnisse jetzt. Und der Plan für heute ist bei Gigi und mir, dass wir gleich zum Geschäftsessen gehen. Wir gehen lecker Sushi essen. Elsa darf leider nicht mit, da sind nämlich leider Hunde verboten, sonst wäre sie natürlich auch mit dabei. Und dann bin ich später noch mit einer Freundin verabredet zum Spazieren gehen. Da nehme ich euch auch bestimmt etwas mit. Podest? Oh, machst du schon alleine Podest? Elsa, Podest? Oh, toll! Elsa, Podest? Nee, nicht bei mir. Super. Klasse. Gut. Runter. Gut. Elsa, Podest. Was war das denn für ein Jump? Gut. Und runter. Super. Und nochmal. Podest. Super. Klasse. Nochmal. Dann kannst du mal so bleiben. Podest. Yes, bleiben. Bleiben. Super Podest. Okay. Ja, super. Das war gut. Klasse. Das war richtig gut. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier ist so ein Loch und hier ist so eine Spur. Und ich vermute, dass hier ja, irgendwie Mäuse und Ratten und sowas, wir wohnen ja ziemlich städtisch, also da ist schon die Stadt, dass die hier langlaufen. Aber woher kommt denn sonst hier diese Spur? Gut, vielleicht vom Regen, weil da ist eine Baustelle. Was meint ihr? Elsa trägt heute das wunderschöne Blackpack-Hundegeschirr in der Farbe Red. Das steht ihr, finde ich, richtig, richtig gut. Mit dem schwarzen Fell. Und das ziehen wir immer gerne an, wenn wir so städtisch unterwegs sind, also bei uns einfach vor die Türe. Und hat auch, Elsa, bei mir hier. Gut, Mama sitzt. Elisabeth, gut. Jetzt sitzt du blöd, okay? Und sitz. Okay, kriegst trotzdem was dafür, kannst ja nichts dafür, dass ich dich filmen möchte. Ja, sie zeigen mir den Leuten, was du für ein Geschirr jetzt mal trägst. Also hier seht ihr die geile, wunderschöne Chromschnalle. Die passt, finde ich, richtig gut zu dem roten. Ist jetzt ein bisschen schmierig, müsste man nochmal sauber machen. Aber uns gefällt die hier richtig gut. Die anderen haben ja alle schwarz, matt schwarz, aber hier haben wir uns für Chrom entschieden. Pfötchen. Bisschen, gell? So, hab die Maus hier gerade noch einmal trocken gemacht, bisschen sauber. Und jetzt gehen wir mal rein. Okay. So, wir haben jetzt hier einen Tisch bekommen und das iPad, mit dem wir jetzt bestellen können. All you can eat. Und ich freue mich so. Und du? Auch. Okay. Dann fangen wir mal an. Wie war es nochmal? Oh, okay, ich weiß. Also hier. Das kenne ich gar nicht. Das ist ein
also auch. Warum geht das jetzt nicht? So. Wir haben nochmal, okay. Okay, Take. Läuft. Ich mach das einfach ohne Sushi. Ohne Sushi? Okay, hau rauf. Ich glaube, danach reicht es wirklich. So, schön. Ja, lass euch schmecken. Dankeschön. So, Schatz. Das ist alles für dich. Das gleiche kommt jetzt nochmal für mich. Ja. Du hast die Sojasauce vergessen. Und? Wie fandst du es? Super. War wirklich lecker. Kopfsatt. Wir waren jetzt noch einmal aufs Dessert. Und dann fahren wir nach Hause. Beste Perspektive gerade. Aber ich fahre, deswegen safety first. Ich musste beide Hände am Steuer halten. Ich bin jetzt gerade mit der Elsa auf dem Weg. Elsa ist da hinten. Um mich mit der Anni und dem Buddy zu treffen. Buddy ist auch ein Rottweiler und die beiden verstehen sich echt gut. Also treffen wir uns ab und zu, um zusammen spazieren zu gehen. Wie ihr vielleicht wisst, Elsa hat nie Fremdhundkontakt. Also wir sind da ziemlich streng, ist das falsche Wort, aber ja, wir wünschen keinen Kontakt zu Hunden, die wir nicht kennen, wo wir die Besitzer nicht kennen, weil du weißt nie, was ist. Und wir wollen auch nie, dass Elsa in eine Erwartungshaltung kommt, dass wenn wir einfach nur spazieren gehen wollen und es kommt uns ein Hund entgegen, dass sie jetzt denkt, boah geil, wir können jetzt Party machen. Deswegen haben wir das von Welpe auf so gemacht, dass Elsa nur ausgewählten Kontakt hat mit ihren Hundefreunden, wo wir wissen, das klappt gut. Genau, so klappt es für uns wirklich optimal. Die Elsa ist, wenn wir irgendwo an anderen fremden Hunden vorbeigehen, total unproblematisch. Ja, deswegen muss man sich aber natürlich dann regelmäßig mit anderen treffen, weil es natürlich auch wichtig ist, dass die untereinander mal ein artgerecht, also nicht artgerecht, dass das, so jetzt habe ich, unter Artgenossen ein Austausch stattfindet, dass die Hunde miteinander spielen können oder auch einfach nur nebeneinander herlaufen und schnüffeln. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ja, das können wir ihr natürlich nicht bieten und es natürlich dann wichtig ist, dass sie, wenn sie das nicht so jeden Tag auf der Runde hat mit irgendwelchen fremden Hunden, dann halt im Safe Space quasi mit ihren Hundefreunden ausleben kann. Okay, warte. Oh, die war nicht zu. Gut. Super. Komm ran. Elsa, komm ran. Gut. Ja, gleich. Super ran. Super ran. Seid ihr soweit? Elsa, okay. Es war aber ein Frühstart. Was ist das, Elsa? Was ist das?
Die Elsa versteht es gar nicht. Warum der Buddy jetzt erstmal schnüffeln? Ja, ist okay. The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heat. So, wir sind wieder zurück von der Runde. Elsa chillt hier, ist total K.O., aber zufrieden. Wir haben gerade noch einen Hundebesitzer getroffen, der hat das Blackpack-Geschirr sogar auch einmal probetragen. Also nicht der Hundebesitzer, sondern sein Hund. Das war ein American Bully XL, total lieber Kerl. Und so ruhig, der war erst ein Jahr alt und der war so gechillt, der Hund. Puh, krass. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst von uns. Und bis zum nächsten Video. Ciao!